Wir sind wieder unterwegs. Wir haben heute gerade unseren ersten Ort hier in Frankreich verlassen und sind jetzt auf dem Weg Richtung Normandie. Genau, wir fahren heute ca. 270 Kilometer und unser Ziel soll sein das Seebad Saint-Auban-sur-Mer oder so ähnlich. Ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen Strecke und ihr kommt mit. Moin Moin und Bonjour aus der Normandie. Ja, wir sind gestern hier eingetroffen, rund 270 Kilometer sind wir gestern gefahren und jetzt sind wir in Saint-Auban-sur-Mer, steht unten drunter. Das ist hier die Côte de Nacre, heißt glaube ich Perlmutt. Perlmuttküste. Perlmuttküste, genau, wieder was gelernt. Weil der Sand so schön perlmuttfarben glänzt. Genau, was Heidro sagt, stimmt wahrscheinlich auch. Ja, der nächste größte Ort hier ist Caen, was ein paar Kilometer weg. Saint-Auban-sur-Mer hat ca. 2200 Einwohner, also auch ein relativ kleines Städtchen. Ja, drei Nächte bleiben wir jetzt wieder hier. Wir gehen jetzt mal los und gucken mal, wie dieses Dörfchen hier aussieht. Und ich würde sagen, ihr kommt mit und begleitet uns. Viel Spaß bei unserem neuen Video. D
Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. Ja, wettertechnisch ist es hier nicht ganz so prickelig wie in Le Crotoy. Hier sind um 17 Grad und es ist ein scharfer Wind, eine steife Brise total. Sollen heute irgendwie 17 Grad hier werden. Le Crotoy hatte ich mal nachgeschaut, da sind es heute 23 Grad, also wären wir mal da geblieben. Nein, alles gut hier. Ich habe mich gerade ein bisschen versteckt, sonst ist die Tonqualität noch etwas bescheidener. Ja, dieser Strandabschnitt, wo wir jetzt gerade sind, da sind am 6. Juni 1944 die Alliierten auch gelandet. Der Strandabschnitt heißt hier Juno Beach. Jo. So, beginnt es wieder in die Kälte. Useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a bar in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble. Ja, das ist mal ein richtig schönes Seebad, richtig mit Flair. Viele alte Häuser direkt am Strand. Ja, der Sandstrand sieht hier nicht so prickelig aus. Und wahrscheinlich viele Algen, die hier angeschwemmt sind. Muffelt auch ein bisschen. Und haben wir schon schönere Strandabschnitte gesehen. Ja, die haben uns gerade wieder ein bisschen versteckt hier. Windgeschützt. Sonst fliegen wir gleich wieder weg. Nach rund 4,5 Kilometern sind wir jetzt in dem Ort Luc-sur-Mer. But I don't wanna know the truth. I hear the things that they say about me. But I don't wanna know the truth. Don't you ever wanna run away? Don't you ever wanna walk away? Don't you ever wanna leave this place? Cause I need you when the day's gone. I would change, I would change for you. I would break, I break these walls too. And I would change just for you. And I would change for you. And I break these walls too. I would change just for you. I can't get you out of my mind. Right now you are sick of talking, and that the fire seemed to fade, and I know we're hanging on to something. Nach gut 6 Kilometern ändert sich die Landschaft wieder. Vorbei mit Häuschen und so, sondern hier so ein bisschen Steilküste wieder. Ich versteck mich wieder, da hinten ist sie, weil da ist der Wind auch wieder. Ja, auch hier wieder super Fahrradwege. Don't you ever wanna walk away? Don't you ever wanna leave this place? Cause I need you when the day's gone. And I would change,
I would change for you. I would break, I break these walls too. And I would change just for you. And I would change for you. And I break these walls too. I would change just for you. I can't get you out of my mind. Der Bürgermeister von Lüxelmeer hat einen eigenen Park. Da befinden wir uns jetzt gerade, ist öffentlich zugänglich. Richtig tolle Häuser. Überall wird auch noch saniert. Hier braucht man mal wieder eins. Überall hört man es hier hämmern, sägen und so weiter. Echt schön hier. Jetzt kommt wieder der Schwenk über diesen Campingplatz. Der heißt hier genauso wie die Küste, Côte de Nacre. So. Hier vorne ist gleich die Fernentsorgungsstation, die ist draußen. Einmal die Rezeption, das Restaurant. Hier könnt ihr Wäsche waschen. Gleich nebenan ist der Supermarkt. Hier ist das erste Sanitärgebäude, das ist das bisschen modernere, das zweite ist im anderen Bereich. Hier könnt ihr Toiletten entsorgen. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier reichlich Mobile Homes. Das ist hier so der Premium-Bereich. Hier darf man auch nicht im Auto reinfahren, die muss man draußen abstellen. Also nur zu Fuß darf man hier rein. Ja, hier vorne ist das zweite Sanitärgebäude, etwas unscheinbarer, aber innen drin auch modern eingerichtet.
Ja, hier ist unser Platz. 132 ist, glaube ich, der sonnigste Platz am ganzen Campingplatz. Ja, was kostet der Spaß? Mit der AXI Campingkarte in der Nebensaison seid ihr mit 21 Euro dabei. Wobei, hier muss man beachten, hier kommt zusätzlich noch irgendwie so eine Kurtaxe von 2,50 Euro pro Person dazu. Also haben wir jetzt hier 26 Euro pro Tag Übernachtung bezahlt. Hast du noch was zu sagen? Ja, den Strom- und Wasseranschluss. Hast du den schon erklärt? Ach so, ja. Strom und Anschluss, ganz klar. Und Wasseranschluss ist hier unten. Da habt ihr aber ein Problem, da müsst ihr nämlich einen Wasserhahn mitbringen. Also hier könnt ihr noch entsorgen. Zum Glück hatten wir im Fahrzeug diesen Verteiler mit dabei. Und Heidrun zeigt euch jetzt mal, wie das funktioniert. Also Wasser kommt raus. Also dass man einen eigenen Wasserhahn mitbringen muss, hatten wir auch noch nie gehabt. So. Das war unsere heutige Tour. Immer am Meer lang. Ja, über 15 Kilometer waren wir unterwegs. Von Saint-Aubin zum Meer bis nach Luxemer. Zwischendurch waren noch Langgrün zum Meer dazwischen. Wobei das alles nahtlos ineinander überging. Ja, schöne Strecke. Der Wind war wirklich nervig heute. Also man kriegt immer voll eins auf die Löffel. Das war nicht so angenehm. Man hat auch kaum Menschen gesehen. Wobei die Restaurants waren alle voll. Also es gibt hier Menschen. Schöne Tour. Wie gesagt, Wetter war nachher auch noch besser geworden. Und morgen war es eigentlich irgendwie ein bisschen grau und grau, bewölkt. Ja, jetzt geht es. Hier auf unserem Campingplatz ist auch kaum Wind. Wobei es rauscht immer halt ein bisschen. Aber hier ist es merklich wärmer als am Wasser. Ja, das soll es heute von unserer heutigen Tour gewesen sein. Ich werde mich jetzt, glaube ich, nochmal am PC setzen. Ich muss, glaube ich, das nächste Video nochmal fertig machen. Weil du hast ja gestern auch schon ein bisschen gearbeitet. Und natürlich gibt es wieder eine kalte Hopfen-Kaltschale. Guten Morgen. Ja, wir haben uns wieder rausgetraut. Heute ist leider nichts mit Sonne. Diesmal woanders. Es ist immer noch eine steife Brise. Aber nicht ganz so doll wie gestern. Man kann es aushalten, aber es ist natürlich ein bisschen kälter, heute ein bisschen aufgerüstet, noch eine Weste angezogen. Ja, heute geht es natürlich, ihr kennt uns ja, in die andere Richtung, nicht da lang. Und ihr kommt mit. Im Vernier zum Meer. Das ist ein kleines Städtchen hier
Nachbarstädtchen von St. Augustin zum Meer. Ja, Badehäuschen, ein paar alte Villen, eine Kirche, da gehen wir gleich mal hin, und ein schöner Park hier. Wir sind jetzt hier, können hier einmal schön Kirche angucken und wieder. Ja, überall hier in Benny zum Meer gibt es solche Schilder mit Bildern, weil hier 1944 die Kanadier an diesem Abschnitt hier gelandet sind. Not a sound sneaking out through your window into the night where we were meant to be. Skipping town, searching for nowhere land. Ready or not, this might be our last chance. Could make it count. This is what we waited for. No looking back. Nach 7,5 Kilometern sind wir im nächsten Ort. Steht unten eingeblendet. Ja, es ist hier wieder eine Promenade. Hier wird jetzt gerade der Strandabschnitt irgendwie sauber gemacht. Sehen könnt, die gesamte Promenade haben wir immer für uns alleine. Ja, in diesem Ort, wo wir gerade sind, gibt es auch ein Centre Juno Beach. Das muss irgendwie so ein Museum sein. Das sieht man da ganz hinten. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Wir sind nämlich fast 9 Kilometer schon unterwegs und machen uns jetzt langsam wieder auf den Weg heimwärts. Also entstehen noch einige Busse, wenn die Menschen angekarrt, da könnte man auch noch hingehen. Close to me, we don't need no sleep, and I know it will be alright. No looking
auch hier wieder mitten in der Woche. Man sieht kaum Menschen draußen. Aber wenn man die Restaurants sich anguckt, überall sitzen sie da drin. Alle gut gefüllt. Wie gesagt, in der Woche. Erstmal durchatmen. Also der Wind hat jetzt noch richtig ordentlich eine Schippe draufgelegt. Ist dein Toupet weggeflogen? Du bist total sandig im Gesicht. Oh, wir sind voll gesandgestrahlt. Also hin, aber hintour ging das alles noch. War es angenehmer als gestern. Aber jetzt ist irgendwie der Wind noch stärker. Diese Böen und wie gestern. Also wir sind komplett die eine Seite sandgestrahlt. Aber hier ist es wieder schön, ne, im Schatten. Also hier kann ich mir wieder alles aufreißen. Ja, genau. Hier dampft man gleich. Und vorne fliegt man weg und fährt sich den Arsch ab. Oder müssen wir nun durch, ne? Was trinken? Ja. Seid ihr bereit? Jetzt geht's raus aus der Deckung, rein in den Wind. Und ihr kommt mit. Viel versprochen! Ist eine steife Brise hier! Geschafft! Zurück beim Runner auf dem Campingplatz. Ja, und hier ist es richtig muckelig warm. Hier scheint die Sonne, hier kommt kaum Wind rum. Hier kann man es aushalten. Hier reicht auch wieder das obligatorische T-Shirt. Ja, es war heute wirklich wieder eine schöne anstrengende Tour, rund 16 Kilometer waren wir unterwegs. Der Wind war wirklich nervig, insbesondere auf dem Rückweg. Ja, es gab wieder viel zu sehen, ist immer interessant, so die ganzen Informationstafeln, die sich mit der Landung der Alliierten beschäftigen. Sorry, hier fahren immer Fahrzeuge vorbei. Ja, auch viele alte Häuser, also wirklich rundherum schöner Tag. Der Wind hat nur gestört, aber das können wir halt nur nicht ändern. Ja, das war es jetzt eigentlich hier aus Saint-Aubin-sur-Mer. Morgen soll es dann weitergehen, wobei wir sind gerade dabei, den Plan zu ändern, wo es weiterhin geht. Wir hatten eigentlich vor, noch einen weiteren Step hier an der Normandie zu machen. Wir haben uns mal den Wetterbericht so angeschaut. Das sieht auch die nächsten Tage noch recht stürmisch windig aus und die Temperaturen sind noch nicht ganz so prickelig. Das wir vergleichen immer mit Le Crotoy, das ist merklich wärmer. Ja, wir haben uns eigentlich beschlossen, wir fahren den nächsten Turn jetzt nicht irgendwie in der Normandie an, sondern wir werden weiter in die Bretagne. Da haben wir uns jetzt mal schon so ein Örtchen ausgesucht, aber das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Jo, so machen wir das. Das war's jetzt eigentlich hier aus Saint-Aubin-sur-Mer. Wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, wie immer, Däumchen hoch, ist mega. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nicht, wie es weitergeht bei Runner on Tour. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und uns begleitet habt. Seid auch wieder beim nächsten Video mit dabei. Bis dann sagen wir Tschüss.